Herzlich willkommen zu unserem YouTube-Kanal Die Brücke. Ich bin Hugo und ich möchte eine neue Serie unseres YouTube-Kanals vorstellen namens Turmsalon. Ich erkläre später, was überhaupt dieser Begriff Turmsalon auf sich hat. Zunächst aber möchte ich unsere Kindergruppe, unseren Jugendclub und eben genannte Turmsalon herzlich und besonders willkommen heißen, weil wir keine Programme für euch hatten in den letzten 7 Wochen. Das möchten wir hiermit ändern. Wir hoffen natürlich, dass wir uns bald von Angesicht zu Angesicht wieder sehen werden. Aber bis dann, wer diese Serie von unserem YouTube-Kanal eine kleine Weise in Kontakt zu bleiben. Hallo, ich bin Kim. Es ist ja sehr traurig, dass wir jetzt in letzter Zeit die Brücke nicht öffnen halten dürfen und dass wir einander nicht sehen dürfen. Also wir hatten immer dienstags auf für die Kinder und da hatten wir gemeinsam viele schöne Sachen gemacht und ich kann mich sehr schön erinnern, wie wir getrommelt haben oder wie wir gebastelt oder gespielt haben, zusammen Musik gemacht haben. Und das waren immer sehr schöne Zeiten und auch mit dem Jugendclub waren wir immer alle 2 Wochen zusammen. Also leider mussten wir ganz oft unser Lagerfeuer stornieren, erstmal wegen des Wetters und dann in der letzten Zeit auch wegen Corona natürlich. Ja, und wir hatten ja für den 11. Juli ein Stadtteilfest wieder geplant und jetzt müssen wir das auch wahrscheinlich verschieben bis Herbst irgendwann. Ja, und auch mit euch Turmsalana, da waren wir auch so jeden Monat ungefähr zusammen und das war immer sehr schöne Zeiten. Ich erinnere mich ganz besonders an den Thanksgiving, den wir zusammen gefeiert haben, den deutschen amerikanischen Thanksgiving. Ein wenig Hoffnung habe ich noch, dass wir unsere Kinderfreizeit im August halten dürfen. Also wir werden demnächst mehr Informationen darüber euch geben. Und wo wir gerade von Hoffnung reden, diese schönen Fotos, die ihr gerade seht, die sollt euch nicht traurig machen, sondern Hoffnung geben, dass wir uns wiedersehen und wieder viele schöne Zeiten zusammen erleben dürfen. Wie versprochen, erkläre ich jetzt, was dieses Wort Turmsalon überhaupt bedeutet. Wenn ihr hinter mir schaut, seht ihr dort die Lukaskirche. Die steht geöffnet. Und sonntags, wenn man dort im Gottesdienst ist und die Kirche geöffnet ist, kann man von drinnen nach draußen und von draußen nach drinnen schauen. Für die, die hier draußen sitzen, kann es etwas komisch vorkommen, wenn sie reinschauen und dort so einen ganz komischen weißen Mann beobachten. Damit ihr euch nicht wundert, ich oute mich mal gleich sofort. Manchmal bin auch ich dieser weiße Mann, der dort drin ist. Drinnen und draußen. Darum soll es in dieser Serie gehen. Ich weiß, manche, die hier draußen sitzen, haben das Gefühl, ja, die gehören da nicht so richtig rein. Die passen da nicht. Und die, die da drin sind, denken das vielleicht auch von denen, die draußen sind. Wenn ihr jetzt reinschaut, dann seht ihr, da gibt es einen Raum, bevor man in die Kirche geht. Das ist der Turm. Und dieser Raum zwischen draußen und drin, das ist unser Turmsalon. Wir möchten in dieser Serie versuchen, diese Räume zu entdecken zwischen drin und draußen. Ihr werdet staunen. Da gibt es mehr Ähnlichkeiten zwischen denen, die draußen sind und denen, die drin sind, als ihr es selber wisst. Manche sagen, die da drin, das sind die Gläubigen, die Kirchlichen, die Frommen. Die, die drin sind, haben auch manche Worte für die, die draußen sind. Aber beide sind sich sehr ähnlich. Fangen wir mal an mit diesem Wort gläubig. In unserem kleinen Glaubensbuch, der kleine Katechismus, steht drin, ich glaube, dass ich nicht glauben kann. Das ist ein ganz besonderer Satz. Man könnte sagen, er stammt von hier,
von denen, die draußen sitzen. Man sieht, es gibt viele Dinge, die uns verbinden. Und das wollen wir hier in dieser Serie. Wir wollen gleich nächste Woche anfangen mit einem besonderen Thema. Habt ihr diesen Satz in den letzten Tagen gehört? Jetzt hilft nur noch beten. Darum soll es nächste Woche gehen. Habt ihr schon mal daran gedacht, beten? Wie funktioniert denn das? Wie fühlt sich das an? Davon reden wir dann nächste Woche. Wir leben ja in unsichere Zeiten und ich wünsche euch alle Gesundheit und dass ihr behütet bleibt. Und das Lied, das wir jetzt zum Schluss singen, redet darüber, dass Gott uns beschützt. Also es hat eigentlich den Spruch, was über unser Altar ist, dass Gott hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie sich behüten auf allen deinen Wegen. Bis bald.